Prost. Und so sieht mein Morgen aus. Susi schläft noch, ich habe meinen Kaffee und was zu essen gemacht und sitze hier und schneide Videos in einem blauen YouTube-Zimmer. Ja, sie haben schon leichte Pläne, was wir jetzt machen mit dem Zimmer. Ist noch nichts eingerichtet, hier stehen überall noch Kisten rum und alles ein bisschen wild. Aber ja, keine Zeit, ich muss Videos schneiden. So ist das nun mal. Aufstehen. Schon wieder aufstehen? Aufstehen? Los. Jawoll! Der Rollerhund. Guten Morgen. Hi, Junge. Guten Morgen. Bist du kamerascheu? Nein, bist du nicht. Kuckuck. Ja, schüchtern. Für alle, die mal sich einen Expendable-Schlauch zulegen wollen oder sich das überlegen, gibt es ja in der Werbung und so, der soll dann mit Wasserdruck dann dreifache Länge und bla bla. Wenn ich den aufmache, passiert genau Folgendes. Jetzt ist offen. Passiert überhaupt nichts. Gar nichts. Nix, nada, niente. Schon geh mal weg. Hier ist auch Druck drauf. Das ist mit einer Hand ein bisschen schlecht, aber wahrscheinlich reicht der Druck nicht aus, vermute ich mal. Aber selbst wenn ich jetzt hier Wasserdruck drauf habe und mache das zu vorne, also ich halte das zu, selbst dann sieht man wieder so. Jo. Wie viel 100 Bar braucht das Ding? Schon, geh mal Gassi. Wer will denn bei so einem Wetter schon raus? Los, einmal auf den Rasen pinkeln. Schon, geh Gassi. Geh Gassi. Gassi. Was für ein Wetter. Schnell wieder ins Trockene. Wow. Was für ein krasses Wetter. Mich stört die alte, ausgeblichene, braune, rotbraune Farbe. Auf dem Deck. Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Bin ich. Ich habe es jetzt sauber gemacht, ein bisschen die Büsche geschnitten. Und jetzt versuche ich die Farbe mit einem Paint Stripper runterzubekommen. Mit einer chemischen Flüssigkeit. Oder so ein Gel oder sowas. Das wird jetzt hier raufgeschmiert. 15 Minuten einwirken lassen und dann wird das runtergepopelt.
Mal gucken, ob das funktioniert. Zuerst soll ich das alles mit Wasser einsprühen. Machen wir doch. Das war schon mal der einfache Teil. Ich probiere es jetzt erstmal in diesem oberen Bereich. Gucken, wie das funktioniert. So, und dann habe ich hier Superdeck Exterior Wood Stripper. There it is. So sieht das Ganze aus. Ist eher so ein, naja, ist nicht mal ein richtiges Flüssigkeitsgel. Keine Ahnung, was das ist. Sieht ziemlich seltsam aus. Dann trage ich das hier auf. So, jetzt habe ich die ganze Ecke hier eingestrichen. Außer, dass die Bürste rot geworden ist, rotbraun, hat sich noch nicht viel getan. Überraschen lassen. 15 bis 30 Minuten einwirken, mit Wasser feucht halten. Und ich wette, danach sieht es noch genauso aus. So, wieder erwarten funktioniert's. Ich muss das mit einer Bürste runterschrubben. Aber die Farbe geht ab. Ganz schöne Arbeit. Logischerweise brüllt der Planet. So, der Planet brüllt nicht mehr so, denn es ist der nächste Tag. Ja, ich bin ein Mann, der Tatsachen schafft. Und weil die Arbeit mich Tatsache schafft, habe ich mir Tatsache etwas angeschafft. Gott. Einen Hochdruckreiniger deutscher Bauart. Den werde ich jetzt gleich mal ausprobieren. Wie gesagt, wir haben jetzt den nächsten Tag. Und die Sonne ist nicht mehr so schlimm, aber hier kann man schon ganz gut sehen, dass die Farbe recht gut runtergeht. Es ist halt, wie gesagt, nur eine anstrengende Arbeit und weil ich ja ein fauler Sack bin, mache ich das jetzt mit dem Hochdruckreiniger. Vielleicht geht's dann besser. Schon wieder ein Bausatz. In letzter Zeit verfolgen mich die Bausätze. Ätzend. So, also wie man sieht, sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse. Hier oben drauf, hier drauf funktioniert es ganz gut. An den Seiten funktioniert es nicht so gut. Ja, keine Ahnung. Ich denke mal, da hat das Wetter oben drauf mehr zugeschlagen als an der Seite. Deswegen geht es oben besser. Ich probiere es nochmal mit zwei, drei Lagen extra. Ansonsten muss ich wohl doch den Sander rausholen, den Schleifdingsbums. Ach man, ich kann kein Deutsch mehr. Okay, ich habe jetzt aufgegeben, mit diesem Paint Stripper, mit diesem Chemiezeug zu arbeiten. An einigen Stellen wirkt das überhaupt nicht, an anderen relativ gut. Ich bin jetzt komplett zum Hochdruck übergegangen und das geht relativ gut. Ich hoffe halt wirklich, dass ich mir damit irgendwie nicht das Deck zerstöre, weil jetzt so viel Wasser in das Holz kommt, aber es müsste ja eigentlich druckbehandelt sein. Hier gibt es halt Stellen, die gehen überhaupt nicht ab, da muss ich dann nochmal entweder mit dem Schleifer drüber oder der ganze Bereich hier vielleicht da nochmal mit dem Paint Stripper probieren, aber hier so dieser verwitterte Bereich, der geht ganz gut. Außerdem bekommt man davon schöne Farbe. Mmh, lecker.
Tada! Und da steht er nun in voller Pracht. Leider regnet es ganz leicht draußen. Und wir sind ja Weicheier. Unser Deck hat auch noch kein Dach oder irgendwas. Deswegen mache ich das hier in der Garage. Aber das kennen wir ja, ne, Marc? So. Erste Inbetriebnahme. Jawohl. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. 4. Und 5. Der Grillchef. Das bin ich. Ich bin der Grillchef, geh. Es fliegen schon wieder Gänse. Gar nicht gut. Die fliegen schwach Richtung Süden. Da kriege ich Angst, kriege ich da. Oh, hier wird es aber schnell warm. Schon 350 Grad. Uiuiuiui. Schatzi, bring's Fleisch nieber. Was? Schatzi, bring's Fleisch naus. Wir haben schon 400 Grad. Ja, haben wir wirklich. Ja, da ist das Fleisch. Ja, ich bin der Grillchef, wisst. Boah. Das schon so richtig ist, ich weiß ja nicht. Wer kommt denn alles zu Besuch? Losgelassen, losgelassen. Oh, und 10 Sekunden. 2 Minuten sind mehr oder weniger um. Jetzt. Ja, doch. Dann mach ich mal hier an. Nee, warte mal. Jetzt habe ich schon verkackt. Ja. Auf der gleichen Seite. Genau. Ja. Nee. Doch. So, jetzt habe ich's. Ach, Mann. Ja, das soll mir ein bisschen doof einhändig, aber das tue ich nicht alles für euch. Hauptsache, ihr habt ein schönes Barbecue-Video. Dieses Fleisch wird, ist ja völlig egal. Ist ja Essen, nicht ihr. Ihr esst wahrscheinlich gerade wieder Frühstück. Kennt euch doch. Ist das eine Ruhe hier, Schöner? Ätzend. Sugar, mach mal Krach. Schuggi, mach mal Krach. Sugar war heute richtig tapfer. Wir haben im Wohnzimmer gesessen und ich hatte eine kurze Pause von meiner Schwerarbeit heute. Und Sugar lag vor uns auf dem, wir waren auf dem Sofa, also auf der Couch. Sugar lag vor uns auf dem Boden und mit einmal sprang die bellend, kreischend, krakelend und richtig rennend in Richtung Küche und in Richtung den Ausgang hier zur Garage. Wir hatten die Tür offen, wir hatten die Garage offen. Keine Ahnung, was sie verjagt hat, ob sie was verjagt hat, ob sie eine Halluzination hatte. Auf jeden Fall hat sie brav den Wachhund gespielt und vielleicht im besten Fall irgendwas verjagt. Guck mal, sag mal Hallo zu den Leuten. Da? Sugar ist nämlich kamerascheu. Wenn man die Kamera hinhält, dann will sie weggucken. Guck mal da. John Bauer sagt, das reicht. Na Mensch, guckt euch das an. Ja. Aber kleiner geworden sind sie ganz schön. Ganz schön kleiner geworden. Und nochmal 2 Minuten. Wie, nee. Nicht? Doch. Ja, ich glaube, das kann sich sehen lassen. Das sieht ganz gut aus. Das ist
fast ein bisschen zu viel durch. Es ist noch leicht rosa, ganz leicht. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Naja, es ist schon medium done. Kriegen wir besser hin. Marc, hör auf zu lachen. Auch fürs erste Mal. Ja. So. Mahlzeit. Guten Abend. Hallo, herzlich willkommen in Hawaii. Hier bei uns ist es ja immer sehr warm, deswegen trinken wir viel Kokosmilch. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man so ein Ding ganz einfach öffnet. Hör auf zu lachen. Alles, was man dazu braucht, ist ein Messer. Man schneidet dieses Netz durch und schon ist es offen. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. So, jetzt machen wir es nochmal richtig. Nicht zu weit, sonst geht er in den Bauch. Wir wollen ja nicht ausbluten, sondern nur die Kokosnuss. Und dann lassen wir das Wasser los. Ganz einfach. So sah es jedenfalls einfach bei dem YouTube-Video aus. Na gut, dann ist hier wohl nichts drin. Alte Kokosnuss. Die Schale können wir dann auch wegschmeißen. Jetzt nehmen wir einen Hammer und schlagen immer auf die Kokosnuss an. Und dann zerbröseln sie wahrscheinlich. Pff, ist nur zum Abendessen. Stunden später. Scheint keiner drin zu wohnen, es macht jedenfalls keiner auf. Jetzt habe ich den Faden verloren. Hier. Fast. Mensch, was für eine Überraschung! Ein Matroschka, das kannst du mal direkt wegschmeißen. Ja, schade, denn komplett verschimmelt. Deswegen kam auch keine Flüssigkeit raus. Wenn also keine Flüssigkeit rauskommt, schmeißt es lieber gleich weg, anstatt euch das anzutun. Mahlzeit! Nicht Video. Mache ich halt ein Video draus. So war es jetzt nicht gedacht. Balkon mit Spanni, andersrum. Spargel und Balkon Rippchen. Läuft mit dem Grill. Weichheit. Schon wieder. Das bist du. Oh. Nicht dein Ernst. Hast du Angst vor dir selber? Na, Schoggi, hast du Hunger? Guck mal, was ich hier Schönes habe für dich. Und so macht das ein gut erzogener Hund. Bitteschön. Und wer hat ihr das beigebracht? Ja, nicht ich. Na komm. Ah, Fliege im Weg. Schuggi. Oh, Sugar. Hier.